Das vereinte Heilige Deutsche Königreich ist eine Vision von Thomas Hornauer, einem Typen, der interessanter kaum sein könnte. Die Story von diesem Typen und seinem Königreich ist so faszinierend, wir gehen straight rein. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Serie auf YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um das vereinigte Heilige Deutsche Königreich. Ich sag's euch, das ist eins von diesen Rabbit Holes, wo du so alle 5 Minuten beim Recherchieren dir denkst, was? Ich gebe euch mal kurz die Backstory, okay? Der Typ hat in den 80ern 2 Lokale aufgemacht, mit denen er sich selbstständig gemacht hat. Da hat er 12 Jahre lang reingehasselt, aber das war dann irgendwann nicht mehr so sein Ding. Das war nicht mehr fresh genug, darum wollte er ins Fernsehen. 1998 hat er die Firma Telekontor und Co. KG gegründet und hat durch das Betreiben von zahlreichen 0190-Hotlines zum Multimillionär gebracht. 0190-Nummern werden für sogenannte Premium-Kost-Dienste genutzt. Faxabrufe, Verbraucher-Hotlines, aber auch Telefone. Die Verbindungen zu diesen Rufnummern kosten bis zu 1,86 pro Minute. Weißt du, die 90er und so 2000er waren wilde Zeit, okay? Aber 1,86 für den hier? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Digga, ich auch nicht. Und jetzt geht's erst richtig los. Er hat so viel Kohle damit gemacht, dass er für 1,6 Millionen Euro den Regionalsender B.TV gekauft hat. Die 0190-Nummer war aber nicht mehr choral genug. Deswegen sind dort Kartenleger, Hellsiger und Wahrsager aufgetreten. Ihr kennt es sicher. Du rufst sie beim Fernsehen an und fragst halt, ob der Jupiter heute gut drauf ist oder so. Ich kenne mich da nicht so aus, ja, seid's mir nicht böse. Die einzige Erfahrung, die ich damit habe, so, das war beim Bundesheer. Ich war Wachsoldat, gell? Und ich sitze so mitten in der Nacht komplett allein in meinem Wachlokal und schaue so aus dem Fenster. Das Einzige, was wir hatten, war dieses kleine Radio. Und immer um 3 Uhr früh ist diese Astro-Oma online gekommen. Kennst du die? Wer ist die gleich? Gerda Rogers, genau die ist es. Ja, also das Jahr 2022 wird ja von Jupiter regiert. Ja, Jupiter, ich schwöre bei Gott, das war nicht geplant. Aber du, Gerda, verarschen kannst du mit anderen. Ich habe genau gesehen, dass du 50 Mal nur auf die Leertaste gedrückt hast. Morgen, Thomas, wie geht's dir? Du auch schon in der Arbeit, das freut mich. Naja, der heilige Thomas hatte zu der Zeit ein paar Skandale. Zum einen wurde sein fucking Sextape geleakt. Also for real, er hat halt einen Porno gedreht und er war anscheinend irgendwie selber auch Darsteller. Keine Ahnung, was für ein G. Und er hatte laut ihm lose Kontakte zum Stamm der Likatia, die von vielen Leuten als eine Art Sekte ja. Insgesamt war der Typ einfach zu goofy, um einen Fernsehsender zu leiten. Deswegen wurde ihm die Lizenz entzogen. Aber er hat sich gedacht, Moment, nicht so schnell, hat er sich gedacht. Er könnte theoretisch aus einem anderen Land weitersenden, was halt europaweit abrufbar ist, also auch in Deutschland. Aber was für ein Land würde das genehmigen? Ja, er hat dann in Österreich weitergemacht, aber diesmal nicht mehr als B.TV, sondern als Kanal Telemedial. Und ich muss wirklich sagen, es war ein Upgrade. Tja, das ist übrigens die Gerda Rogers. Spaß. Sei zwar nicht böse, aber was muss in deinem Leben passieren, dass du irgendwann aufwachst und du denkst, ja, heute ist es soweit. Heute tanze ich zum heiligen Thomas und seiner Trommel. Ich versteh's nicht. Was macht der überhaupt, Bruder? Das ist halt nicht mal ein Dance-Move so. Es wird aber tatsächlich noch wesentlich schlimmer, ja. Das war hier nur die Einleitung quasi, ja. Aber davor möchte ich dem Sponsor vom heutigen Video danken. Und zwar CyberGhost VPN. Mit CyberGhost könnt ihr eure IP-Adresse beim Surfen verbergen und eure Daten werden durch einen sicheren VPN-Tunnel weitergeleitet. Das bedeutet, von außen kann man nicht mehr sehen, was ihr Schlingel gerade so treibt. Ihr könnt euch das vorstellen wie einen echten Tunnel, wenn man von oben drauf sieht. Sieht man nichts. Nicht mal CyberGhost selber kann sehen, was ihr gerade macht. Und dank der No-Logs-Richtlinie dürfen sie das auch gar nicht. Mit einem einzigen Klick kannst du eine Verbindung zu über 7000 Servern in 90 Ländern herstellen. Was heißt, du kannst zum Beispiel auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Das funktioniert auf über 40 Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus. Darum haben sie 38 Millionen Nutzer, sind das meist empfohlene VPN bei Trustpilot und sie haben einen kleinen süßen Geist als Logo. Ich meine, come on. Man kann 7 Endgeräte mit einem einzigen Abo verbinden und das funktioniert auf allen gängigen Plattformen wie Handy, PC, Smart TV oder Spielkonsole. Das heißt, entweder du teilst das Abo mit deinen Friends oder du kaufst die 6 weitere Handys. Nein, aber es ist for real komplett einfach zu bedienen. Pass auf, ich starte die App, drücke da drauf und kriege eine Instagram-Nachricht. So einfach funktioniert es. Nein. Aber das war schon alles. Und wenn irgendwas sein sollte, dann einfach in die DMs vom deutschen Support sliden. Die sind 24/7 erreichbar. Mit dem Link in der Beschreibung bekommt ihr 83% Rabatt, was gerade mal 2,03 € im Monat entspricht. Und als Bonus bekommt ihr nochmal 4 Monate komplett for free. Außerdem gibt es 45 Tage lang eine Geld-Zurück-Garantie. Freunde, ich weiß nicht wie, ja, aber für kurze Zeit war der Kanal Telemedial ab 21 Uhr auf Kika.
Ich meine, gut, die haben generell ein weirdes Abendprogramm. Das ist albern. Im Abendprogramm des Senders trat Hornauer selbst auf und diskutierte am sogenannten Orange Table zusammen mit anderen Lebensberatern und zugeschalteten Anrufern über allgemein esoterische Themen. Zunächst war die Sendung eine Astrologie- und Esoterik-Beratungsshow. Astrologen und Kartenleger berieten Zuschauer über eine 0900-Telefonnummer. Später folgte die Live-Sendung keinem festen Konzept mehr. Ja, das hätte ich dir jetzt auch sagen können. Die meiste Zeit stand Hornauer selbst im Vordergrund. Er selbst bezeichnete dies als fünfte Dimension des Fernsehens und verlangte von den Zuschauern Geld für den gewonnenen Mehrwert, den sie durch das Sehen der Sendung und empfangene Beratung bekommen sollen. Zitat vom heiligen T: Die größte Umweltverschmutzung in Deutschland ist die mentale Umweltverschmutzung und wir bringen ein bisschen Wind in die Bude. Eins noch, okay, dann lasse ich mit den Zitaten. Ich weiß es, in 20 Jahren wird Telemedial ein Milliardengeschäft sein. Ich bin wie Bill Gates, als er noch in seiner Hütte saß und kein Geld verdiente. Thomas G. Hornauer. Was für eine Legende. Man muss ihm eins lassen, ja, der Typ ist extrem von sich selber überzeugt. Und das merkt man auch an den Preisen. Ich meine, ein Anruf dort kostet dich 2 bis 10 Euro pro Minute. Und er nennt das nicht Gebühr oder Tarif, er nennt das Energieausgleich. Und ihr werdet lachen, aber die haben darüber tatsächlich einen eigenen Song geschrieben. Ja, wahrscheinlich, du musst das selber lachen. Ist das der Peak der Menschheit? Weil ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, genau zu dem Zeitpunkt hätte der zweite Meteor einschlagen müssen. Weil das, was sollen wir noch erreichen als Spezies? Jedenfalls hat der ganze Spaß nicht allzu lange angehalten. Laut Last.fm musstest du allein fürs Anrufen mal bis zu 30 Euro zahlen und dann zusätzlich einen Energieausgleich extra im Nachhinein leisten. Das war auch gar nicht verboten oder so, aber mindestens mal sehr wild. Darum hat die österreichische Medienaufsicht die Lizenz entzogen. Und ich weiß nicht, ob das der Knackpunkt war oder ob das generell passiert wäre, aber ich zitiere mal von seiner Homepage. Am 12. Dezember 2008, ich muss jetzt schon lachen, am 12. Dezember 2008 rief seine königliche Heiligkeit zusammen mit den telemedialen Freunden das Vereinigte Heilige Deutsche Königreich aus. Eine Vision, die die wahre Lehre Christi und die Lehre Buddhas harmonisch vereint. Die Gründung des Königreichs ist ein Kollektivbewusstsein und eine Gegenbewegung zur professionellen Volksverblödung. Das Königreich geht aus von der Idee hervor. Thomas? Wer hat denn die Webseite gestaltet? Ja, egal, er hat halt sowas wie eine Doppelreligion gegründet, nämlich den Christ-Buddhismus. Auf dem Bild schildert er gerade mit irgendwelchen Mönchen und by the way, er hat halt in Indien so einen Wallfahrtsort gegründet und wurde sogar zum Prinzen gekrönt. Kurze Frage, Thomas, wie heißt deine Religion nochmal? Das Vereinte Heilige Deutsche Königreich. Ganz richtig, meine Freunde. Und wir haben alles, was es braucht, um eine sicke Religion zu werden, okay? Wir haben ein eigenes Wappen. Wir haben eine eigene Lebensschule. Wir haben eine eigene fucking mediale Weltzeit. Was ist das? Das Wow zum Teilen. Wahrscheinlich eine Minute, Bruder. Eigentlich wollte ich gar nicht mal auf seinen YouTube-Kanal eingehen. Das, was mich wirklich interessiert, ist sein TikTok-Kanal. Pass auf, Thomas G. Hornauer. King Thomas, Majestät of German. German was? Das ist kein Englisch. Hast du einen Lieblingsweisheitsspruch? Jetzt folgt die Antwort auf die Frage. Stelle keine Fragen, wo du die Antwort schon kennst. Ich kenne die aber nicht. Hast du einen Leben? Okay, und das war's jetzt? Wieso lädt man sowas hoch und alle seine TikToks sind so? It's right in the evening. Seine königliche Heiligkeit, Majestät König Thomas, grüßt die Königskinder. Er sagt, das Leben liebt dich, etwas anderes zu glauben, ist ein ungesunder Zweifel. Bist du im Zweifel, dann zweifle an dem Zweifel. Okay, komm, ich gebe auf, das ist mir zu viel. Oder weißt du was, ich versuche mal beizutreten, wie geht denn das? Über Thomas G., Blogtalk, seine Mission, seine Vision, seine Projekte, wie alles begann.
Ja, das ist Kunst, da braucht man nichts mehr dazu sagen. Aber früh, wo kann ich mich bewerben? Da, schau, komm. Ich schreibe dir jetzt einfach, ich schreibe dir eine E-Mail, oder? Sehr geehrter, heiliger, königlicher Herr Hornauer. Ich habe Sie damals bei Kika gesehen, weil Sie mit Gerda Rogers Trommel gespielt haben. Seit Jahren zweifle ich an der Verzweiflung, weil ich die Antwort auf die Fragen, die ich stelle, einfach nur nicht kenne. Ich kenne die aber nicht. Bitte helfen Sie mir, denn ich sehe Potenzial. Kanal Telemedial. Ich kenne die aber zu Kanal Telemedial. Nochmal Dankeschön an CyberGhost VPN für Sponsoren des heutigen Videos. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr mit CyberGhost VPN sicher surfen und auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für nur 2,03 Euro im Monat mit einer Geld-Zurück-Garantie. Freunde, lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.